So, welcome back. Jo, dann spielen wir einfach mal weiter. So, was müssen wir hier machen? Oh ja. Na gu- Habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir Ja. leid. Nimm dir noch einen anderen. Ja, woher? Ah, da. So, mal gucken, was jetzt passiert. Ich denke, wir müssen es. Nein, schon wieder vermasselt. GLaDOS, leck mich doch. Was soll es? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Ah, Gut, dass ja. ich sie los bin. So. Jetzt hat sie uns genug geärgert, jetzt können wir weiterspielen. Ah ja, genau. Das ist so ein Taxi, das erst losfährt, wenn ich hier den Kontakt wiederherstelle. Und schon geht's hoch. Okay, was jetzt weiter? Wie es aussieht, müssen wir dieses Mal wieder springen. Gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Also, jetzt brauchen wir ein Cube. Das machen wir mal so. Voilà, und schon können wir die Tür öffnen. Ups, shit. Ja, also. Mann, Mann, Mann. Und ab geht die Post. Und wieder Jede Testkammer hat einen Immersifizierungsgrill am eine Ausgang, Testkammer hinter damit uns. Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Ja, jetzt hat sie erzählt, dass normalerweise sind ja immer diese blauen Dinger hier, diese Emanzipationsgrille. Damit man nichts mitnehmen kann, aber hier scheint eben kaputt zu sein, aber ja, ich hätte jetzt eh nichts mitnehmen können, weil wir den Würfel gebraucht haben, um die Tür zu öffnen. Also in dem Fall. Kann es uns wurscht sein? Wenn man so ein Cube per Mein nächster Test Knopfdruck beinhaltet Emanzipationsgrills, ja, weißt du noch? dispensern Ich lassen erkannte kann, sie im letzten dann Testbereich in zerstört ihrer es kleinen Kammer. automatisch den anderen Cube. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Cube liegen habe, nochmal irgendwie drauf drücke und es noch einer kommt, dann fliegt der in die Luft. Damit man nicht. Wow. Oh Damit nein, man schon nicht wieder die Turbinen. Ich muss Unmengen gehen. an Cubes haben Warte. kann. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, Nö, ich einfach glaube, es auf ist alles YouTube klar. Wir haben an. alles Teste auf verstanden. eigene Gefahr, ich bin gleich zurück. So, mal gucken. Genau, hier ist jetzt in der Testkammer ein Emanzipationsgrill. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie ein Portal mache und hier durchgehe, ist er weg. Das heißt, wir können den Cube nicht durch diesen Emanzipations, also diesen Cube, den ich jetzt hier dann, ja da. Den können wir nicht dadurch befördern, weil sonst, wisst ihr ja, bam, ist er kaputt. Müssen wir uns überlegen, wie wir es schaffen können, diesen Cube an diesen Grill vorbeizuschmuggeln. Hier gibt es oft diese Löcher in der Wand, weil ich kann nicht durch die Glasscheibe schießen. Aber durch diese Löcher kann ich es schaffen. Muss ich nur noch eine steile, freie Fläche finden und schon komme ich hier an dem Teil vorbei, unterbreche hier das Signal und die Tür ist immer noch nicht offen. Ach so, weil ich das doch da durchmachen muss. Okay. Muss jetzt nochmal gucken. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich. Ob der. Ja, doch, der geht durch den Grill durch. Und jetzt ist die Tür offen. Also ich glaube, für jedes Rätsel gibt es irgendwie nur eine richtige Lösung. Natürlich, man kann es immer auf kleine verschiedene Arten machen, aber
So Grundidee kann man es immer nur auf eine Weise öffnen. Manchmal ist es klar, was man machen muss. Und manchmal nicht. Teil 3, die Rückkehr. Na, mal gucken, was das heißt. Was macht die denn da? Stimmen wir es mal rein. Haha. Ah, schade, geht nicht. So, hier wird noch kurz der Raum für uns aufgebaut. Jetzt gucken wir mal, was wir hier machen müssen. Oh, hallo Wheatley. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du Jetzt können weißt wir es, erstmal nicht mehr oder? springen. Gut, versuch's jetzt. So. Nochmal. Glaubst es nicht, Hallo Wheatley? Was Wheatley. warum dachte schon, dass wir meine... Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so Ja. gesund. Versuch's jetzt. Ich hab dich auch lieb, GLaDOS. So, mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Welcher Vogel ist das zu fassen? Otto hat er. Du Ja, hast wohl ja. die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Nein, Midi. Verlass mich nicht. Oh, so. Ich denke, das war's mit dieser Zwischensequenz. Und jetzt haut es uns hier immer gegen die Decke. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall ein Portal setzen. Und jetzt ist die Frage, wo das orangene Portal hinkommt. Da hinten ist noch was Weißes. Jetzt knallen wir dann gleich gegen diese Glasdecke da. Ah, ja, okay. Treffen. Ja, treffen. So. So. Wo müssen wir jetzt hin? Es ist jetzt schon ein bisschen größer, wie man vielleicht sieht. Aber ich würde immer rein theoretisch da anfangen, wo es am eindeutigsten ist. Zum Beispiel müssen wir auf jeden Fall diesen Cube da irgendwie bekommen. Man kommt da hin. Man sieht es immer sehr schön an diesen Linien hier, welcher Buzzer oder welcher Knopf zu welchem Dispenser oder welchem was weiß ich immer gehört. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier rüber, müssen irgendwo reinspringen. Dann nehmen wir jetzt einfach mal wieder hier unseren an die Decke Klatscher. Und können jetzt das machen. Da müssen wir nochmal kurz zurück. Ach ja, wenn ihr in diesen roten Laser gerät, dann sterbt ihr nicht gleich, sondern verletzt euch nur. Ich weiß gar nicht, wann da man stirbt. Ich will es jetzt aber auch nicht ausprobieren. Das könnt ihr dann selber machen, wenn ihr es mal spielt. Wir werden es vielleicht nachher aus Versehen mal machen, dass wir an so einem roten Laser sterben, aber trotzdem. Ist nicht schön, absichtlich sich zu verletzen. So. Jetzt müssen wir irgendwie diesen roten Strahl hierhin und dann daran bekommen. Aber ich denke, wir gehen erstmal da hoch, weil man ja nur ein paar an Portalen setzen kann. Ja, okay, ich bin jetzt dumm. Warte mal, nochmal kurz zurück. Das war jetzt dumm. So, wir müssen natürlich erstmal hier ein Portal hinsetzen, damit wir überhaupt da hochkommen. So, und da ist das Portal. Dann können wir jetzt ganz gechillt nach da oben gelangen. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst, wie ein Adler, ein fetter Adler. Ein fetter Adler. Ja, immerhin kein Meerschweinchen. So. Perfekt. Und nun sollte die Tür geöffnet sein. Na, perfekt. Und wieder eine Testkammer hinter uns. Also man sieht schon diese Testkammer, man kommt eigentlich ganz zügig durch. Ja, das ist aber nur am Anfang. Ja, werden natürlich immer länger und Viel Spaß beim lasst nächsten euch Mal. überraschen. Ich gehe jetzt zu Es wird noch Unterstützung. so viel Es kommen. ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Ein Wenn du Reh. den nächsten Test bestehst,
Gestern. Gestern, ich dachte, da war sie noch, naja, zerstört. Ah, die Testkammer ist eigentlich ganz lustig, finde ich. Jetzt muss ich nur mal kurz noch mal gucken, was man machen muss. So, hier klatscht man gegen die Wand. Das muss unterbrochen werden anscheinend. Und da hinten ist ein Cube, der sich irgendwie auf so einer Platte dreht. Mal gucken, ob wir den holen können von hier. Ah, perfekt. So. Wow. Nicht so hoch. Jetzt. Müssen wir da hoch. Mal gucken, was jetzt passiert, wenn wir das hier unterbrechen. Dann senkt sich das und wir können nach da hinten. Bam, bam, bam und wieder klatsch. So, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, mit diesem Würfel da noch. So, der kommt jetzt automatisch hierher geflogen, ist ja praktisch. Wir müssen jetzt versuchen, diesen Laser von da unten hier hoch zu schaffen. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Ich glaube, den nehmen wir uns nochmal kurz. So. Den tauschen wir aus. Setzen das da hin. Ja, doch, da hinten hin. Setzen ein Portal hin. Müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verletzen. Wir kommen hier zum Glück hoch, ohne irgendein Portal zu verschwenden. Boom. Jetzt muss ich gucken, da hinten hat ihn das blaue Portal, das heißt, hier muss das orangene hin. So, perfekt. Jetzt hat sich das auch gesenkt. So, die Frage ist jetzt, ob wir nochmal runter müssen? Anscheinend. Zum Glück, man kann hier ewig viel fallen, ewig tief. Außer natürlich, wenn unter dir... Na, jetzt sag mir nicht, dass ich den Cube da hätte mitnehmen sollen. Ja, außer unter dir ist halt wirklich das Nichts. Aber, dort kann man hier ewig tief fallen, ohne sich zu verletzen. Ist ganz praktisch. So, jetzt müssen wir erstmal hier wieder ein bisschen Ping-Pong spielen. Genau. Ja, wie machen wir das jetzt? Ich brauche ja den Ding da. Machen wir das einfach mal kurz so. Ich tu das einfach mal kurz weg. So, genau. Jetzt können wir den wiederholen. So, den nehmen wir diesmal mit. Das geht da nicht rein. Jetzt aber. Okay, jetzt nicht vergessen, mit dem Teil hier rüber zu springen. Lulululu. Endlich, so. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Da kann ich doch gehen. Diese fiese GLaDOS lässt uns hier einfach unten für sie testen. Und sie demotiviert uns der ganzen Zeit bis auf Blut. So. Mal gucken, was hier eigentlich alles drankommt. Also hier steht immer so die Features, was alles drankommt. Also hier kommt so ein Cube. Den Cube muss man dann irgendwie auf so eine... Auf so eine, ja, Schleuderdings und dann keine Ahnung. Ah, hier. Mhm. Hier sind jetzt, sollten, genau. Aus natürlichem Licht von der Oberfläche.
Hier kann man jetzt einfach drauf laufen, immer. Das sind halt wie so Brücken, die man sich selbst spannen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas mache und da oben erscheint es da, und wir können da durchlaufen. Erstmal gucken. Wir müssen dahinter, dann wird das da aktiviert. Dann gehen wir erstmal dahinter. So. Okay, das ist jetzt unaufhaltsam, das ist gut. Das heißt, wir müssen jetzt aber irgendwie dahinter kommen. Ich denke, da geht's da durch. So, mal gucken, jetzt ist ein bisschen gefährlich. Jetzt mal so und so. Bam. Perfekt. So. Jetzt müssen wir irgendwie dahinter kommen. Und eins fangen. Das muss jetzt dahin. Das heißt, wir müssen da eins setzen. Dann kommen wir da ganz leicht drüber. Und jetzt müssen wir irgendwie so machen. Ups. Und die Tür ist ja schon offen. Also man sieht, man kann Stück für Stück immer weiter das Rätsel lösen und dann kommt man auch ganz zügig weiter. Hey. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Ja, wir sind so grausam. Wir töten GLaDOS. Also wer den Sinn jetzt hier alles nicht checkt, der soll sich entscheiden, ob er uns schreiben soll, dass wir den ersten Teil spielen oder soll selber spielen, wie ihr wollt. Mal gucken. Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Na lo. Jemand muss sie wohl reparieren. Super. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Ja, wie soll ich denn hier irgendwas anfassen? Mach die Tür auf! Hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Sehr schön. Vogel! Whitley? Okay. Ja. Das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Zap, ich muss nur noch ausbrechen. Ja, das hoffe ich auch. Wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Okay. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Hat der jetzt einfach umgebracht, oder wie? Das ist ja auch nicht gerade nett. So, hier ist wieder so eine schöne Brücke. Mal gucken, was wir jetzt mit der machen. Okay, der wird jetzt einfach hier ins Nichts fallen. Mal gucken, wir müssen jetzt hier aufhalten. Frage ist, wohin damit? Ups, bleibt da. Dahinter. Wahrscheinlich ist hier irgendwas Weißes. Mal eben mal kurz hochgucken. Genau. So. Ich hoffe, das reicht. Noch tiefer. Na super. Mach mal den Cube holen. Wo ist denn der Cube von mir aus? So. Jetzt gehen wir mit dem hier wieder rein. So fallen wir nicht runter. So. Und jetzt können wir hier rüber laufen. Jetzt haben wir uns das hier versperrt. Jetzt müssen wir einfach das so machen und schon geht's auf. So gut, dass ich das als Lob in deine Akte eintragen werde. So viel Platz hier. Sie war gut. Genug.
Ja, wir wissen's, GLaDOS, du hasst uns, wir hassen dich, du versuchst uns zu dissen, uns ist es egal, wir testen für dich und du kritisierst immer weiter. Zum nächsten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese Ah, Waffen ja, da sind habe ich euch mächtig, ja, voller wann war das Kugeln. erstes Warte, das erzählt, bist jetzt du in 5 Sekunden. kommen hier diese Geschütztürme dran. Durch Glas sehen sie dich nicht, aber wir haben das Glück, dass GLaDOS so dumm ist und hier einen Turm falschen stellt. Können wir uns jetzt nehmen und schon zum Beispiel dahin schmeißen. Ah, super. So, wenn ihr das jetzt seht hier, sucht er uns und dann fängt er an, uns abzuschießen. Ich meine, erstmal kurz zu. Vorne sehen wir uns wieder schön. Komm her. In der. Ah, was mache ich denn? So. Wenn der umfällt, dann stirbt er irgendwann. Jetzt muss ich nur kurz mal gucken. Zack. So, jetzt sind wir hinter dem anderen. Können den auch noch umhauen. So, der ist jetzt irgendwo da hinten gelandet, ist ja auch egal. Hauptsache, er ist weg. Und noch so ein paar komische Geschöpfe. Machen wir den mal so fertig. Und auch den können wir so erledigen. Perfekt. Hier sind es, glaube ich, noch ein paar. Genau. Können wir zum Beispiel so machen. Mal gucken. Ja, perfekt. Mal schauen. Und noch einer weniger. Und jetzt noch der letzte. Au. Solange wir hinter dem sind, können wir auch so machen. Weil die bewegen sich nicht von selbst. Also nicht um sich selbst. Und auch das wäre gelöst. Hilfe. Muss ich jetzt da runter? Anscheinend. Überall diese Aufzüge und Türen und irgendwelche komischen Dinger. Da sieht man mal, wie groß diese Laboratories sind. So. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, Dann simulieren würde ich wir auch sagen, nach das war's dann mal wieder. Menge der Wie Sauerstoffzufuhr gesagt, in deinem immer Blut. wieder Fragen, So vergisst du dein Antworten, was Zeitgefühl. auch immer ihr Gestern war wollt. übrigens dein Geburtstag. Dann sehen wir Hast uns du gefeiert? beim vierten Part wieder, hoffentlich. Und bis dann. Servus.